Hi, das ist wieder so ein süßes Video zu Covid-19. Irgend so ein toller Präsident hat gesagt, ey, ihr Leute, die ihr YouTube-Videos macht, die ihr 100, 1000 oder 10.000 Followers habt, macht doch was über Covid-19, es könnte Leben retten. Na, dieser herzergreifende Satz hat mich natürlich gerührt. Auch wenn ich nur 75 Abonnenten habe, fühlte ich mich unendlich angesprochen und auch Leben zu retten. Ne, Fusel? Somit ist das mein Covid-19. So macht ihr es richtig. Ja? Also, es gibt nämlich ein paar Sachen, die sind mir wirklich aufgefallen. Die sind grusig. Ja? Und zwar laufe ich ja auch ganz brav mit diesem Mundschutz da und rum und gehe auch mit diesem Mundschutz wunderbar einkaufen. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Dann stehe ich da und überlege, ja, Äpfel, Möhren, Knoppi, was brauche ich noch? Dann nehme ich, weil ich konstant diese blöden, wiederverwertbaren Tütchen vergesse, diese Netze. Ich habe sie, ich glaube, 5-mal habe ich sie daheim rumfliegen, aber ich vergesse sie konstant. Dann nehme ich also so eine tolle Tüte und wisst ihr, was ich dann mache? Ey, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, wie eklig ist das denn, ja? Also ich nehme meinen Mundschutz runter, ich nehme meine Finger, lecke dran, nehme die Tüte, mache die so auseinander, schmeiße mein Zeug rein und nehme den Mundschutz wieder auf. Ich meine, das ist die Hand, mit der ich vorher war, den Einkaufswagen geschoben habe, ja? Also den Ort, wo hundertprozentig Covid-19 Party feiert. Ja? Das Gleiche mache ich übrigens auch mit meiner Hundetüte. Ja? Also da habe ich nicht vorher den Einkaufswagen in der Hand, aber auch die geht häufig nur auseinander, indem ich vorher die Finger anfeuchte. Und nein, dazu gehe ich nicht zu einem Bachlauf oder nehme nasses Laub in die Hand. Ey, wenn ihr darüber nachdenkt, das ist echt eklig. Unabhängig von Covid-19, das ist auch für jeden Virus obereklig. Lasst euch was einfallen, ja, wie ihr diese blöden Tüten auseinanderkriegt, ohne drauf zu spucken, ohne eure Finger in den Mund zu nehmen. So, und du lieber Präsident von Ungarn oder wherever, ich habe das Problem, dass ich immer erst abends um 11 Uhr im Bett meine Zeitung lese, dann merke ich mir nicht, welche wichtige Person das gesagt hat. Aber hiermit habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ich, mein Influencer-Kanal, hat was gesagt über Covid-19. Wir kriegen das schon gebacken. Tschüss.